Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3. So, diese Mission, wie wir sie jetzt gesehen hatten, habe ich jetzt mindestens dreimal gespielt. Einmal mit Aufnahme, dann ist mir das Spiel ja abgekackt, beziehungsweise die Verbindung ist mir angeblich abgekackt, was ja überhaupt nicht stimmt. Da ich ja die ganze Zeit mit dem Internet verbunden war. Keine Ahnung, warum also diese Probleme entstanden sind. Und da das Spiel leider Gottes nicht automatisch speichert, musste ich also zum ersten Mal die ganze Mission wiederholen. Dann musste ich aber gestern ein wenig schneller das Spiel beenden, hatte dann gesagt, speichern und Ende. Ne, also wenn man jetzt hier draufklicken würde, würde man dann. Ne? Will ich jetzt aber nicht. Speichern und Ende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du jetzt eben mal kurz weiter. Ja, und dann hat er das nicht gespeichert und dann musste ich nochmal von ganz vorne an. Aber wie ihr seht, habe ich bis auf ein einziges, habe ich alle Sammelstücke gefunden. Und vielleicht finden wir das ja noch. Mal schauen. Zwecklos, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg hier. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts Falsches gemacht. Sie waren ein Teil des Ganzen. Vom CIA-Gedankenkontrollprogramm. Taylor, wir kriegen Besuch. Paul, na los, mach! Was wollen Sie von mir? Erzählen Sie mir vom vereisten Wald. Der Wald ist nichts. Nur eine im Verstand der Patienten eingepflanzte Idee. Damit sie nach den Experimenten Frieden finden können. Genau, das illegale DNI-Experiment. Verborgen hinter einer Konzernfassade, ein Projekt mit über 300.000 Opfern. Ich konnte nichts dafür. Etwas ist mit der Software passiert, die die Erfahrungen der Testsubjekte gestreamt hat. Das Projekt war nicht mehr unter Kontrolle. Ich trage keine Schuld. Wer denn dann? Wer dann? Das Projekt unterstand den Weisungen von Sebastian Krüger, ein führender Kopf bei Coalescence. Nach dem Desaster flog er zu ihrem Hauptquartier in Zürich. Danke. Ups. Okay. Eine Simulation, oder? Dem Training. Ein Test für mich. Ich weiß es. Es ist keine Simulation. Es ist real. Du hast gehört, was der Doktor sagte. Der vereiste Wald ist nicht real. Er dient dazu, die Testsubjekte zu beruhigen und zu kontrollieren. Du jagst etwas, was nicht existiert. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was da passiert. Was zur Hölle ist das? Alter? Zombies? Sarah, diese Zombies! Monster wollen uns töten. Ich kenne mittlerweile diesen Sound von den Zombies. Das sind Zombies, wie geil! Hammer! Wow. Hilfe! Na dann, let's do it! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, Hilfe! Alter! Voll die. Alter, Hilfe!
wir hier bleiben, werden wir brennen. Ja, ich brenne schon. Lass sie gehen. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Alter, Hilfe! Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Okay. Alter! Die letzten chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Ein DNI-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte wahr, zur Hälfte fantasiert. Ich bleib einfach mal hier in der Ecke. Okay. Wow, hab ich mich gerade erschrocken. Ah, ich drücke falsche Taste. Wie beende ich diesen Albtraum? Bitte hilf mir. Weiß ich nicht. Ich kann nicht. Ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden, bitte. Ich muss es beenden. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Okay. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Okay, das war gerade ein wenig strange. Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Aquiferen. Alles okay? Kane. Mit dem Interface lief etwas sehr, sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. War etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist. Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen reden. Ja, Freunde, und da fiel mir gerade ein, Part 10, Flammen des Inferno, war das, glaube ich. Ja, genau, Flammen des Inferno, musste ich leider Gottes wieder löschen, denn mir ist aufgefallen, dass nachdem YouTube ja mir gesagt hat, dass mein Video weltweit gesperrt ist, herzlichen Glückwunsch, geil, GEMA, vielen Dank an dieser Stelle. Danke für nichts, habe ich mir gedacht, okay, dann überbrückst du diese 30, 36 bis 31, 49 oder so, ich habe keine Ahnung, überbrückst du das mit Musik? Und ja, damit wäre das gegessen. Ja, vom Wegen. Gestern Abend beim Essen wollte ich mir das Video da mal angucken. Ja, dann sehe ich, dass Outfits ansehen, cool. Dann sehe ich, dass gar kein Sound mehr vorhanden ist. Na ja. Bereit. Wir starten einen Luftangriff auf die Aquifer-Bohrplattform, wo ja. Wir Taylor und Maretti vermuten. Jaha. Doch diesmal wieder die Unterstützung der ägyptischen Armee. Halt doch mal die Gosch. Wie machen Sie das, Kane? Trotz der NRC-Besetzung verlieren Sie nie die Hoffnung.
Darf ich jetzt auch... Vielleicht kann es Ihnen eines Tages vergelten und Ihnen die verdiente Unterstützung geben. Darf ich jetzt auch was sagen? Das wäre echt nett. Dankeschön. So, also... Also erstes ziemlich kurz, danach die mittlere. Also ich schätze mal, das werde ich noch in ein Video packen. Das wird, glaube ich, ein Video werden und das wird ein Video werden. Ja. Naja, wie de... Also, naja, wie dem auch sei. Dann habe ich gerade eben gesagt, nee, das ist ja kacke, dass da kein Sound mehr von mir zu hören ist. Oder generell vom Spiel kein Sound und von mir kein Sound zu hören ist. Also habe ich beide Dateien gelöscht. Ich werde nachher, wenn ich Zeit habe, das Video nochmal bearbeiten und werde dann diese Stelle werde ich dann rausschneiden. Das sind dann ist dann vielleicht, lass es 2 Minuten sein, die dann da fehlen. Aber dann kann man sich wenigstens das Video komplett angucken mit Sound und ich brauche nichts zu ändern. Ja, wir bleiben bei der Waffe. Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann, die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war in ihrem Verstand, ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben. Taylors Team. Sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie ruhig. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Sie hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendrix. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendrix, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Okay, cool. Ja, wie geil ist das denn? Achte auf den Beschuss vom Boden. Ich komme in deine Richtung. Versuch du, dich hinter sie zu setzen. Ich krieg dich! Ja. Das ist gar nicht mal so einfach. Jetzt hab ich dich. Hammermäßig geil! Halt sie von den ägyptischen Bodentruppen weg. Sie versuchen, sie anzugreifen. Hab Zielerfassung! Yes, Baby! Ich kann ihn nicht abschütteln. Wendemanöver. Ist das geil! Wir räumen hier nur noch auf. Genau. Gleich habe ich dich. Schalten wir die Luftabwehr aus, damit die ägyptischen Truppen die Plattform sichern können. Was? So, und der nächste. Ich bin gleich im Arsch, wenn das so weitergeht. Meisterschütze? Ja, natürlich, ich bin ein Meisterschütze. Ja, logisch.
Okay. Weiter dahin, wenn ich bitten darf. Jawohl. Dankeschön. Und Feuer. Wo ist der? Da. Aber wie komme ich da hin? Versuchen wir es doch mal von hier. Naja, da komme ich. Oder? Naja, da komme ich nicht hin. Ah, oder so. Gute Arbeit. Khalil, die Luftverteidigung ist ausgeschaltet. Danke. Wir starten unseren Angriff. Erledigt ihr die NRC-Kommunikation, dann wird es für uns leichter. Absolut geil. Wir sind dran. Feindliche Kommunikation? Das ist doch scheiße. Was ist mit Taylor Baretti? Wir müssen sie finden. Wir finden sie. Konzentriert euch auf die Luftunterstützung, während wir uns um diese Kommunikationstürme kümmern. Was steht da? Merkt denn keiner, was da läuft? Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das NRC ihn rausholt, ist das ein... Absolut geil! Ohohoho! Was? Du lebst noch? Huch, sorry. Die restlichen Feinde ausschalten. Ja, sowieso, machen wir schon. Guck mal, wir kriegen Besuch. Ups. Ich weiß nicht, ob ich meinen. Ach komm, nehme ich mal einen Sniper. Starte die Anlage. Starte den Prozess, ich übernehme dann. Jawohl, machen wir. Das wird eine Weile dauern. Gib mir Deckung. Von rechts kommen noch mehr Feinde. Verteilen. Lasst euch nicht flankieren. Mach mal, mach mal, mach mal so. Mehr Bogentruppen. So, einmal so. Wow. So, los jetzt, Attacke! Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade das Scharfschützengewehr genommen habe. Alter, Alter, Hilfe, Hilfe! Nein! Was war das denn? Warum? Wieso? Weshalb? Na dann machen wir mal Panzerfaust. Wir
geht's natürlich auch. So. So, ich nehme wieder die. Autsch! Ich bin. Ja. Scheiße. Perfekt. Wir müssen uns um noch mehr ASPs kümmern. Auf dem Weg. Autsch. Autsch. Das war nicht nett. So, dafür bist du jetzt weg. Oh. Du. Hallo? Du bist weg. Du bist weg. Und du bist weg. Und du bist weg. Und du bist weg. Und ich lade nach. Kane ist schon da hinten. Na, wo seid ihr denn? So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Huhuhuhu, wie geil! Dauerfeuer ist geil, hat was. Na dann machen wir mal weiter hier. Desto weniger Gegner habe ich gleich. Das wären dann alle. Gute Arbeit. Wir müssen noch eine Kommunikationsstation ausschalten. Machen wir das. Bewegung. Da vorne ist die nächste Kommunikationsstation. Bewegung. Let's do it. Du willst dich mit mir anlegen, was? Ich komme hier nicht rüber. Wow. Die Anlage ist gleich da vorne. Gib mir Deckung. Mann am Boden. Oh, du bist ja hier auch am Boden. Na dann wollen wir mal. Na dann kommt alle her. Kommt alle her. Ich zeig euch, wo der Hammer hängt. Wow. Autsch. Wow. Ich bin dabei. Komm näher.
Na, komm schon. Oh, oh, ich bin... Ja, wer ist der Beste? Hä? Wer ist der Beste? Gerne. Na komm schon, lauf, 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 lauf. Nein, ich habe anstatt auf V habe ich auf F gedrückt. Wer will noch mal? So. Laufen, 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 laufen. Jawohl. So, wer wollte was von mir? Hä? 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 Du? Wir sind aber eher da. Also los. Naja, okay. Wird sie schon wohl mit alleine fertig werden. Wow, was war das denn gerade? Man sollte immer mit vollem Magazin gehen. Weißt du warum? Ganz schön was zu schwimmen. Och nö. Na dann, wo... Stell dir einen vereisten Wald vor. Scheibenkleister? Was? Was geht jetzt ab? Bei mir bleiben. Atme! Wieso? Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert, was es auch will, ich bin noch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mach ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär. Abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Naja, Freunde. Ich werde dann hier mal die Aufnahme abbrechen. Und, sagen wir bis gleich. Tschüss.